Sie schnitt gerade eine Hecke, als plötzlich dieser Angriff mit dem Messer kam. Eine Attacke, die ihr Leben veränderte. Vor 7 Monaten ist das passiert, dieser Überfall auf eine 58-jährige Frau von einem Mann, der aus Afghanistan stammt. Er soll sich daran gestört haben, dass sie arbeitete. Heute hat in Berlin der Prozess begonnen. Es ist der 41. Tag, an dem Krieg herrscht in der Ukraine. Und jeden Tag ist auch bei uns in der Redaktion die Hoffnung sehr groß, dass wir endlich vermelden können, die Verhandlungen haben etwas gebracht. Diese Grausamkeiten, die Gräueltaten, dieser Horror, wie etwa in Butscha, haben endlich ein Ende. Doch davon kann keine Rede sein. Menschenrechtsorganisationen untersuchen derzeit diese neue Stufe der Eskalation mehr jetzt. Reden wir über die Situation mit Georg Restle. Sie kommen gerade aus Butscha zurück. Wie erreichen Sie jetzt in Kiew? Was haben Sie denn am Ort dieser Gräueltaten sehen können? Man bleibt nicht nur hier in Deutschland sprachlos zurück. Wir haben es auch eben gehört in der Matz. Die russische Seite spricht von Fake News und bestreitet ja, diese Kriegsverbrechen begangen zu haben. Konnten Sie denn sehen, ob die Beweissicherung begonnen hat und wie versucht wird, jetzt die Vorgänge zu rekonstruieren? Was wird da benötigt, vielleicht auch an Hilfe? Ja, und mitten in diesem Krieg, der wirklich unter die Haut geht, gehen auch solche Bilder hier um die Welt. Bilder vom Hochzeitstag, von 2 Menschen, die sich einfach nur lieben. Aber die Bilder von Nastja und ihrem Anton sehen anders aus als übliche Hochzeitsbilder. Die beiden geben sich in der zerstörten Stadt Charkiw das Jawort, als ob man sagen will, auch Blumen, auch die Liebe kommt immer wieder durch Hass, Bomben und Gewalt. All das gehört leider in den bitteren Alltag der Ukraine. Schauen wir zur Situation bei uns in Deutschland. Es scheint ja bald soweit zu sein, die lang ersehnte Normalität nach 2 Jahren Pandemie sozusagen. Denn nachdem die Maskenpflicht weitgehend wegfällt, gibt es ab Mai die nächste Lockerung. Die Pflicht zur Selbstisolation nach einer erkannten Corona-Infektion soll auch wegfallen. Klingt also nach Aufatmen? Einige Stimmen befürchten eher, das Infektionsgeschehen könnte dadurch Richtung Herbst wieder angekurbelt werden. Stimmt allerdings. Was gilt jetzt, wenn die Isolationspflicht wegfällt? Ihre Fragen zu den Themen Lohnfortzahlung, Schulpflicht und Krankschreibung beantworten wir Ihnen sehr gern bei uns im Netz auf brisant.de. So, und jetzt zu diesen Vögeln hier und vor allem zu einem Geräusch. Ja, wenn Sie das gegen 5 Uhr in der Früh hören, da würden viele wahrscheinlich so ziemlich ausrasten. Ja, gerade angenehm. Oder Krähen und Raben, die wirklich ihr Bestes geben, mit lautem Gekrächze. Und das ist für Einwohner des Dorfes Drochtersen in Niedersachsen einfach zu viel. So hatten einige nur eine Idee, die Bäume müssen wie weg, auf denen die Vögel sitzen. Doch wie und ob das geholfen hat, hier die ganze Krähen-Raben-Geschichte für sie. Nach Nordrhein-Westfalen schauen wir jetzt. Da sorgt dieses Gefährt hier für einen stundenlangen Stau. Mehr jetzt in unseren Kurznachrichten für Sie. Auf dem Eis stehen und Pirouetten drehen, für viele junge Mädchen ein großer Traum, Eiskunstläuferin sein. Das wollte auch Zoe Flintriss. Doch dann kam alles anders. Heute ist Zoe Curvy-Model und dass sich das Eislaufen doch gelohnt hat, erzählt sie uns gleich. Eine junge Frau, die sagt, steht zu euch und lasst euch eure Träume von niemandem nehmen. Gut 2 Jahre lang waren sie das Traumpaar in der internationalen Musikszene, Shawn Mendes und Camila Cabello. Doch dann im November das Liebesaus. Aber das Schöne ist doch, dass man gerade Liebeskummer in diversen Songs zumindest teilweise verarbeiten kann. So hat es Shawn Mendes eben auch gemacht und erzählt in einem Interview, wie traurig er über die Trennung ist. Der 23-Jährige sagt unter anderem, wenn man sich von jemandem trennt, denkt man nicht über all die Dinge nach, die damit einhergehen. Klingt, als gäbe es da noch so einiges zu verarbeiten. Auch das geht irgendwann vorbei, versprochen. Eine gute Work-Life-Balance ist das Motto von ihr, von Esther Schweins. Das bewusste Leben und der Verzicht auf Chemie und Co. auf ihrem Bauernhof auf Mallorca gehört ja bereits seit Jahren zu ihrem Alltag, genauso wie ihre Yogamatte. Ab und zu zieht es dann die Schauspielerin doch nach Deutschland, zum Beispiel um mit ihrem Podcast auf Krankheiten aufmerksam zu machen, die keinen Namen haben. Auch darüber haben wir mit Esther Schweins gesprochen. Seit Tagen wird vor Gericht in London über das Schicksal von ihm, von Boris Becker, verhandelt. Jetzt scheint es Richtung Zielgerade zu gehen. Heute hielt die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer. Becker sei in allen 24 Punkten schuldig.
Er habe das gerichtlich angeordnete Insolvenzverfahren willentlich unterwandert und sein Privatvermögen verschleiert oder Gelder unter anderem an Familienmitglieder überwiesen. Dem einstigen Tennisstar drohen mehrere Jahre Haft. Weitere Promi-News jetzt. Dachböden. Das sind ja bei vielen Menschen so Orte, an denen sich über die Jahre Dinge ansammeln und einstauben. Und irgendwann fragt man sich, was ist eigentlich dieser ganze Kram? So ähnlich ging es auch der Familie von Heinz Erhardt, hier aber mit einem sehr spannenden Fund: unveröffentlichte Songs des verstorbenen Komikers. Wir haben zugehört, wie es klingt, wenn etwa Stefan Gwildes und Dietmar Bär sie singen. Und so musikalisch sagen wir schon Tschüss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder, Punkt 17:15 Uhr. Also ich wäre dabei. Ihnen noch einen angenehmen Abend. Ciao.